Dieser Therapeut, der Vater von meinem Freund und die Mutter waren die Leiter, große Psychotherapeuten, wundervolle Menschen. Und dieser Vater hat uns irgendwann mal im Proberaum besucht und sagte: Jungs, ich habe einen Auftrag von mehreren Eltern, eine Kommune von Kids zu betreuen, die Probleme haben. Die sind eine bekannte chilenische Rockband. Die wohnen alle in einer Kommune, in einem Haus. Okay. Aber ich möchte jetzt nicht die alleine konfrontieren in so einer dynamischen Gruppentherapie, sondern ich will mit euch, mit eurer Band zusammentun, weil ihr auch Musiker seid, aber ihr seid aus beständigen Familien, so ungefähr. Und wir haben gedacht, wie abgefahren, die Blobs, weißt du, diese Band, war ein super bekannter Gitarrist, war der chilenische Eric Clapton, weißt du, so ein bisschen für uns. Und wow, weißt du, geil, wir werden mit zwei Bands eine gruppendynamische Therapie, und ich hatte keine Ahnung vom Psychotherapie oder von was auch immer wir da machen. Ich stelle mir mal vor, ich war ja 14 Jahre alt. Ja. Kannst du dir vorstellen, ein Kind. 13, 14. Und die anderen waren vielleicht 15, 16, bis 18 oder so. Und da habe ich nicht viel, also immer gestaunt. Wir haben später auch zusammen gespielt, was da alles abgegangen ist. Und das hat meine Neugierde für den Hintergrund auch noch von Musik, dass da Menschen sind, dass da Dramen sind, dass da sexuelle Probleme gibt, dass da intellektuelle Schulprobleme, Ängste, Paniken, keine Ahnung, Drogenprobleme, alles, was ich überhaupt nicht wusste. Und das war für mich wie das Einsteigen in die Welt in Wahrheit. Gott sei Dank aber mit einer Instanz der psychologischen Betreuung, der das Ganze objektiviert hat, geklärt hat, wo wir etwas betrachten konnten auch. Ja. Das war spannend. Und eines Tages, und das ist der Clou jetzt für deine Frage, was ist dein Zugang zu der Produktion? Das sind alles so das Szenario, ja, wo ich als Kind reinkam, auf der Suche nach Harmonie und nach Verstehen, was die Menschheit ist und was der Mensch ist und was den Menschen alles passieren kann und wo kommt das überhaupt her, und ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Aber neugierig. Ich war immer neugierig, war sehr vorsichtig. Ich zum Beispiel wollte nie mit Drogen und solche Sachen experimentieren, obwohl nachher in der Szene viele Erfahrungen gemacht haben damit, gute und schlechte. Aber ich wollte nie, ich wollte es immer aus meiner eigenen Beschaffenheit des Seins, des Bewusstseins. Ich wusste in meinem Innern, da gibt es Zustände, immer bessere, aber ich wusste nicht, wie komme ich dahin. Ja? Und vor allen Dingen geprägt von diesen Dramen um mich herum, erstmal Familie und dann diese Gruppe, es war eine Katastrophe. Was uns da präsentiert wurde, aber mit dem Wohlwollen, es wird sich verbessern. Das war ein wichtiger Punkt. Es gibt eine Verbesserung. Und auf einmal verschwindet dieser Hector Fernandez und seine Frau im Norden von Chile in der Wüste über mehrere Monate, hat das Ganze erstmal auf Eis gelegt. Und als er kam, sagte: Vergiss diese Psychotherapie. Ich werde mit euren Eltern sprechen. Wir machen ein Seminar oder beziehungsweise ein Training, er nannte es ein Training, der ungefähr das ganze Jahr dauern wird, wo es um Bewusstsein geht und wo ich, sagte er zu mir, und ich werde nie vergessen, es stand an der Tür, radiant, also brillant war er. Er war wunderbar, dieser Mensch. Er sah aus ein bisschen wie Hermann Hesse, aber weißt du, das war ein großartiger Mensch. Und als er sagte, sah ich seine Augen, wie er sagte: Ich hab's gefunden. Was ich immer gesucht habe in der Psychologie, in der Psychiatrie, in dem Ganzen, ich habe es gefunden. Ich habe jetzt, und ich möchte gerne das mit euch allen teilen, weil dann erübrigt sich alles, was ich euch anbieten könnte bis jetzt. Und das war natürlich, wow, was will er uns jetzt anbieten? Ja? Abgefahren. Und das war mein Eingang in die große Forschung der Psychologie, in der Philosophie, der Idee von einer gangbaren Form Erleuchtung zu erreichen, ja, was eine Stabilität des Bewusstseins ist eigentlich, die, wie du vorhin so schön gesagt hast, als Energie und bewusste Energie im Ursprung schon waren,
aber durch die Prägung der Welt verschüttet wurde. Du hast vorhin gesagt, verwaschen. Das wollte ich wissen, wie das geht, ja, was da passiert und so. Und so fing eine ganz lustige Zeit in den Ende der 60er und Anfang der 70er, wo ich in diesem Training war. Es waren 60 Leute. Ich war der Jüngste. Es waren Leute, die damals schon 60 oder über 60 waren. Und querbeet, teilweise Patienten, teilweise Psychologen, teilweise Therapeuten, Politiker, sogar ein Minister, Wirtschaftsminister und seine Frau waren da. Und ich habe gesagt, wo bin ich hier? Ja, es war so querbeet, wie wir es heute auch erleben. Es ist eigentlich ja eine ganz großartige Sache, weil das ist ja ein Universum. Wenn du sagst, es sind Minister dabei, es ist ein großartiger Psychologe dabei, es sind normale Leute, es ist gesunde, es sind psychisch kranke Leute dabei. Man hat das komplette Spektrum und man kann da wirklich aus allem, aus jeder Schublade was herausziehen und das von außen betrachten. Das ist ja genau jetzt, wo wir jetzt auch irgendwie hinkommen. Nur jeder Coach, jeder Trainer macht sein eigenes Ding. Der eine ist für das Geld zuständig, der andere ist für Bewusstsein zuständig. Wobei ich immer sage, Geld alleine wird nicht funktionieren, wenn das Bewusstsein und die Energie dahinter nicht stimmt. Ja, und du hast es wirklich auf einem silbernen Tablett über mehrere Jahre präsentiert bekommen. Wie geil ist das jetzt? Das ist so die Erkenntnis. Also, meine lieben Life is 20 Zuhörer, das ist heute wirklich so eine Art Kamingespräch, ja, weil wir haben uns nichts ausgemacht. Wir philosophieren einfach über das Bewusstsein und über alles, was sich rund um Musik und Musik produzieren so auch abspielt. Lieber Dato, ist das so? Absolut. Ja. Und ich freue mich, das mit dir heute zu teilen, weil es passt auch im Moment in meiner Zeit, wo ich einen Zyklus, dieser Riesenzyklus auch beendet habe, im Sinne von glücklich dort angekommen zu sein, wo ich immer sein wollte. Ja? Und das ist sensationell. Mein Sohn Nicolas, der auch ein super Sänger ist, Nicolas Gomez, der ist ein R&B-Sänger, kann man auch im YouTube, er war bei der Voice of Germany und es ist eigentlich das Pendant zu dir, ja. Wenn ich so alt bin wie dein Papa, der auch ein Rockmusiker Ja. angefangen hat, und du der Sohn bist, der schon das Update bist, des Bewusstseins und das alles so versteht, was dein Papa und ich uns wirklich kniend aussuchen mussten und weißt du, krabbelnd durch die Ja. Welt die Schritte machen mussten und vielleicht 50 Jahre brauchten. Ihr habt es schon im Schoß, irgendwo schon. Und dieser Update, diese Energie, dieses Wissen. Also mein Sohn Nikolas, empfehle ich dir auch als ein Gast irgendwann in der Zukunft. Sehr Weil gern. es ist spannend, aus den Generationen Übereinstimmungen zu finden. Aber mein Sohn Nico sagte vor ein paar Tagen, Papa, es ist so geil, sagt er, zu sehen, dass ich mir um dich keine Sorgen machen muss. Weil er sagte zu mir, ich als Kind ich habe mich auch von seiner Mutter getrennt, irgendwann mal, ging nicht anders. Sagt er, meine Sorgen war, wie geht's meiner Mutter und wie geht's dir? Ja? Und je mehr ich sah, dass er beobachten konnte, wie gut es mir ging, desto mehr konnte er sich entspannt um seine Mutter kennenlernen, die mehr Schwierigkeiten hatte als ich. Und dann hat er mich sehr gelobt. Er sagte, du und deine süße Gudula, ihr habt was erreicht, was ich noch niemand kennengelernt habe, der das hat. Diese Einheit zwischen Mann und Frau, diese Einheit musikalisch, diese Einheit, die so echt ist und so authentisch ist und keine Show macht daraus, aber trotzdem unübersehbar ist. Und er hat das dann so gezeigt, dass ich irgendwie so, Gudula, wir hatten das Lautsprecher an und wir haben uns angeschaut und dachte, boah, ist das schön, die Anerkennung von dem Ja. Sohn, ja, der plötzlich sieht, dass da etwas passiert ist, was unser Bewusstsein stabilisiert, dass die Liebe stabilisiert und wo die Liebe da ist, auf einer natürlichen Art und Weise, aber auf einer fantastischen Art und Weise. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch gestern Nacht,
werde ich wach um 3 Uhr morgens und dann ist alles dunkel und ich sehe so irgendwelche Lichtsachen und so und denke mir, wo bin ich gerade? Wo bin ich gerade in dieser Welt? Wo bin ich angekommen? Mein Innerstes hat sich noch nie verändert. Mein ganzer tiefere innere Bewusstsein selbst hat sich nie verändert. Nur ich bin viel näher dran wieder. Ich bin wieder dieses Kind. Ich kann wieder Blödsinn machen und lachen und Musik oder nicht. Und ja, das ist so, so neu und auch wundervoll. Herbert Maria, es ist so schön, weil ich kann nur in Wahrheit jede Minute davon schwärmen. Und diese Begegnung mit dir ermöglicht mir, und da habe ich auch gestern nachgedacht, okay, ich lasse mich überraschen, und heute Morgen bei dem Tee vorbereiten hier habe ich gedacht, ich lasse mich vom Universum, von dem höheren Selbst, von der Qualität leiten und bereite mich gar nicht vor, sondern ich überrasche dich und du überraschst mich mit Fragen und spontanen Momenten und dann wird es alles so, wie es sein muss, ja? Genau. Und es macht so einen Spaß, weil du hilfst mir wiederum, jetzt, wo ich von mir erzähle und von den Sachen, die passiert sind, den Zusammenhang nochmal so mit dem Finger, wie man ein Fädchen so von dem Staub ein bisschen befreit. Ja. Diese Werdegang eines Lebens, der so spannend ist für jeden von uns. Es ist eine unglaubliche Abenteuerreise, ja? Wo wir immer mehr sehen, wie unser Bewusstsein sich wiederfindet, Gott wiederfindet oder was auch immer wir an Gott anhängen, an Identität, was unheimlich schwierig ist. Aber diese Instanz der Schöpfung des Ganzen, wo ich erkennen musste irgendwann mal, wer hat mich gemacht, ja? Und wer hat mein Verstehen, meine Intelligenz, mein alles an, was ich brauchte, um, wie du sagst, in Österreich eine CD wie I Am From Austria zu produzieren. Und dann ist nicht so von, ja, das ist mein Job und ich habe es mir verdient und so, sondern im Gegenteil, irgendwann mal zu sehen, wow, was habe ich denn da vor der Nase? Was ist das für ein unfassbares Geschenk, ja? Und da nicht Reibach daraus machen oder ein Ego-Trip oder ich fühle mich was Besonderes, sondern irgendwann mal in diesem Werdegang, wo ich dir erzählte, dieses Training hat eine Eröffnung gebracht, Techniken. Es war, der Ursprung war letzten Endes, heute kann man es besser verstehen als damals, ein richtiger, heftiger Channeling von Informationen, ein Download. Ja. Aus einer höheren Dimension von einem bolivianischen erleuchteten Meister. Aus Bolivien, stellen wir vor, nicht aus Indien oder aus irgendwo, sondern aus Bolivien. Und Bolivien war für uns so wie, naja, ja. Genau, als würden wir sagen, ja, irgendwo so aus Monaco oder keine Ahnung, was, so ein kleines Land für uns, ja. Und aber dann ändert sich komplett alles. Und er hat, ich weiß noch, ob jemand gehört hat vom Enneagramm. Ja. Figur mit den 9 Punkten. Okay, er hatte diese Vision bekommen, als erster auf der Welt, der damit merkte, er kann mit 108 davon den kompletten Werdegang, Prozess, quantumphysikalischen Erkenntnisweg definieren und damit erkennen. Und damit hat er uns einen vollkommen neuen Zugang. Und das ist, was du im Herzen trägst, dass alle Kulturen und alle Religionen stammen aus einer alten, ursprünglichen Geschichte der Menschheit und sich alles heute darstellt als ein Sammelsurium von Weisheiten, Halbweisheiten, Verzerrungen, aber es ist da. Ja? Ob es ägyptische Tradition ist, jüdische Tradition, hebräische Tradition oder Sufi-Tradition aus der arabischen Welt oder buddhistische Tradition, Zoroastra, also sprach Zarathustra, war auch eine Religion vorher, ja, die auch damals von der Dreifaltigkeit gesprochen hat. Und dieses ganze Sammelsurium an Gottes Botschaften oder Möglichkeiten des Menschen zu einer Entwicklung, wie im Christentum das Jesus zum ersten Mal die Idee brachte, dass man mit Gott ein Du hatte.
Ich kann mit dir sprechen. Vater unser im Himmel, weißt du? Ja. Davor in der Geschichte gab es das nicht. Es gab nur diese Gesetze Mose. Das sind radikale Richtlinien zum guten Leben. Aber wir hatten keinen Zugang zu dem Ursprung. War nur so ein Gott, der straft vielleicht oder was auch immer für Ideen da entstanden sind. Und in der im Christentum ist zum ersten Mal das Herz gekommen, wo man einen Freund hat, eine Dreifaltigkeit, ein Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Sohn ist Jesus und der Jesus ist mein Kumpel, ja. Und ich kann mit ihm leben und ich kann mit ihm eine neue Liebe erleben. Und das ist dann 2000 Jahre jetzt gegangen und jetzt kommen wir in eine Epoche, wo wir reden von einem Aufstieg, von einer Verbesserung. Und diese Geburtswehen, die wir gerade haben mit Corona und mit alten Ideen, das Alte festzuhalten und faschistische Gedanken und ach Gott im Himmel, das früher nur über Krieg entwickelt wurde, jetzt haben wir Pharmakrieg oder keine Ahnung was. Ja. Aber Gudula und ich sehen, und wahrscheinlich siehst du es auch so, es öffnet sich jetzt der Muttermund. Ja. Ja. Der großen Mutter des Universums. Und wir kommen als Gemeinschaft, als eine neue Menschheit hier raus. Und ich habe vor ein paar Tagen mit meinen Söhnen darüber gesprochen, das Bild, das wir alle haben, ist, eine Geburt ist, zuerst ist man in einer Welt, im Bauch der Mama, und existiert dort im Wasser mit einer Nabelschnur. Und alles wächst und Zellen kommen und alles, was der Mensch ist, entwickelt sich. Und auf einmal passiert, wasch, Hebamme und Doktor, wer auch immer noch da ist, zieht dich raus. Du bist fertig, gekocht quasi nach 9 Monaten oder mehr oder weniger. Und plötzlich, wo bist du? In einem Zimmer mit Licht, mit Räumen, mit Türen, mit Kälte, mit Wärme, mit Wahnsinn, mit einer Badewanne, wo du irgendwie gewaschen wirst und so. Und ja. So fängt es ja an. Und dann im schlimmsten Falle wirst du, klappst im Popo, damit du weinst und das Ganze ausspuckst, was du drin hast. Ja. Also, und dann irgendwo das Liegen auf einer Mama. Stell dir mal vor, ja. Du liegst auf einer Mama und man schneidet dir die Nabelschnur weg. Und das ist völlig anders, völlig, völlig anders, als was wir im Bauch gelebt haben. Und so stelle ich mir das vor jetzt, dass wir als Menschheit mit allem, was wir waren, in einem komprimierenden Moment sind, wo das Ganze so zu explodieren droht. Wir wissen gar nicht, was passieren wird. Ja. Aber wenn das ist, werden wir ähnlich wahrscheinlich für mich, für meine seelische Beruhigung, in diese neue Realität kommen. Genau, es geht ja jetzt auch darum, jetzt ist seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hat es ja schon quantenphysikalische Dinge gegeben, wo man, und es gibt ja Testreihen zum Beispiel, wo man Menschen aus dem Körper Zellen entnommen hat, und um zu sehen, wenn dieser Mensch jemand etwas Schlechtes sieht oder was Schönes, ja, kann man bis auf, weiß nicht, 300 Kilometer entfernt zeitgleich den Strom von der Zelle messen. Also wir sind mit allem verbunden. Das ist so. Wir müssen uns nur, meine Ansicht ist eben, dass wir uns zurückentwickeln müssen, um das Ganze wieder zu spüren. Um das Ganze, die ganze neue Welt mit der Technik, mit dem Ganzen, was uns jetzt da irgendwie, auch wie ich es vorher gesagt habe, verwaschen hat, ja, auch wieder zu sehen, dass das nur ein Instrument ist, dass das nur ein Kommunikationsmittel ist oder wie auch immer. Aber wenn es einem selbst nicht gut geht, kannst du auch nichts Positives für die Welt machen. Man muss bei sich selbst anschauen, anfangen und wirklich so Kleinigkeiten eben beachten. Zum Beispiel Kleinigkeiten. Wie startet ein hochspiritueller Mensch, ein bewusster Mensch wie du, lieber Tato, den Tag? Weil du hast jetzt vorher gesagt, du bist um 3 Uhr früh aufgewacht, warst irgendwie nicht mehr müde, hast Dinge gesehen und wie startest du deinen Tag? Das ist doch mal eine coole Sache. Das möchte ich wissen. Gute Frage.
Wie starte ich den Tag? Erstmal mit dem Erkennen, wo bin ich gerade? Und die Verbindung mittlerweile herzustellen oder mich erinnern, dass es eine Verbindung gibt mit der Schöpfung. Früher hatte ich Angst, früher hatte ich Probleme beim Aufstehen, war ich sauer oder ein Traum hat mich gestört oder ich habe später angefangen, sofort Übungen zu machen, Yoga-ähnliche Sachen, meditieren und, was auch wichtig war, weil der Anfang des Tages ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Du kommst aus einem anderen Leben und bist jetzt wieder hier in dieser Realität. Aber wie du vorhin gesagt hast, diese Realität verändert sich. Wenn ich Probleme hatte, war der Tag problematisch. Aber in dem Moment, wo mein Bewusstsein klar wird, ist der Tag klar. Und es ist wunderschön. Ich erkenne, ich habe ein super Bett. Und dann merke ich, die Temperatur ist schön in der Wohnung. Dann setze ich mich hin und danke und sage, Gott ist in allem, Gott ist in uns allen. Es ist wundervoll, es gibt nur einen. Wir sind alle eins. Und mit dieser Energie gehe ich aus dem Zimmer raus. Ja? Und dann entdecke ich die Küche. Ich entdecke den Wohnzimmer. Ich entdecke diese süße Frau, die plötzlich schon aufgestanden ist und urhübsch ist. Und ich sage, es ist so wie ein, wer bist du denn? Weißt du so, wo kommst du denn her? Aus welchem Planeten? Wow, weißt du? Und dann vorhin auch, der Herbert Maria wird mich anrufen. Wie geil, weißt du, wie spannend. Ich nehme mir die Zeit und ich ziehe mir ein schönes Hemd an. Weißt du, alles ist so neu. Weißt du, es ist alles dann neu. Der Tag ist heute neu. Ich habe es noch nie gegeben. Und früher hatte ich das nicht. Ich hatte das Gefühl, oh na ja, und heute muss ich dies und das war so und Finanzamt und keine Ahnung, Kosten und Probleme und nicht glücklich sein. Nicht glücklich sein. Und Glück war für mich so von Hurra und schön. Und es ist aber auch nicht so. Es ist entspannt. So ist es, ja. Entspannt. Und es ist faszinierend. Es ist einfach faszinierend. Zum Beispiel auch jetzt diese Begegnung mit dir, obwohl ich ein Bildschirm habe, was sowieso abgefahren ist, ja, habe einen Computer vor mir und rede quasi alleine. Aber du bist da, ja, scheinbar für mich. Ja, aber ja. Weißt du, es ist einfach, wenn man das so betrachtet, neugierig, ja, ja, klar. Es ist alles faszinierend. Es ist unglaublich. Und da komme ich zurück zu deiner Frage. Weißt du, irgendwann mal wurde Musik für mich eine Entdeckungsreise. Du stehst wie ein Künstler, der noch nie ein Bild gemalt hat, vor einer weißen Wand. Und du fängst an, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, die es vorher nicht gab. Und früher gab es Rezepte und die 3-Minuten-Hit-Nummer und das muss so sein, das muss so sein. Und dann kopiere ich von dem und ich entnehme von da und ja. Plagiate und alles das. Aber irgendwann mal wird es spannend. Ich weiß noch genau, weil du Reinhard Fendrich genannt hast, war ich bei ihm im Wohnzimmer und er saß am Klavier und hat mir irgendwas vorgespielt. Vielleicht sogar von Zeit zu Zeit oder so, was du ja. vorhin... Mhm. Genau. Du zwingst mich in die Knie. Ja. Genau. Du machst dann Ohren aus mir. Ohren aus mir, genau. Ja. Und ich habe ihn auch gefragt, wie du mich, ja, wie komponierst du? Und er sagte, weißt du, ich habe irgendwann mal gemerkt, in allen diesen Tönen am Klavier, in allen Tönen, sind Universen. Und ich kann überall was rausziehen. Manchmal kommt gar nichts, manchmal kommt was. Aber wenn was kommt, ist ganz wichtig, dass ich dieses lange rausziehe, bis es fertig ist, von sich alleine. Und dann habe ich sehr viel Respekt vor ihm bekommen als Komponisten, weil es war ein sehr schönes Bild für mich. Ja? Ein sehr schönes Bild, der mir zeigte, wie du sagtest vorhin, auch die andere Ebene, die dahinter innewohnend ist, des Vertrauens, das aus dem anderen Bereichen des Seins etwas kommt und sich damit, ich addiere jetzt für mich, sich da verlieben. Weißt du, man verliebt ja. sich in diese Idee. Und jetzt, wenn wir so hin zu Kunst gehen, in Wahrheit, der Zugang, deine Frage, was ist dein Zugang? Es ist diese gelebte Spiritualität und ich werde dir was verraten, was mir damals sehr viel geholfen hat.
in ein Gespräch mit einem Kollegen von mir, der die gleiche Ausbildung gemacht hatte von dieser Arika-Schule über mehrere Jahre und auch Arika-Trainings in England organisiert hat. Aus diesem entwickelten Forschungsinstitut, was ich dir erzählt habe, von Chile mit dem bolivianischen Meister entstand eine mystische Schule, eine wissenschaftlich, quantumphysikalisch orientierte Schule der Integration, der auch die ganze Vergangenheit aller Religionen und aller Philosophien auch noch geklärt hat und quasi ein Update für uns alle, weil du am Anfang gesagt hast, wir sind ja alle gleich. Die Entdeckung dieser Gleichheit basiert auch in der Anatomie. Ja, wir haben ja die Augen, die Nase, die Ohren, die Fänge. Und wenn wir dieses zurückführend analysieren, wer wir wirklich sind. Aus der Anatomie, nicht aus dem Glauben von irgendwelchen Hokuspokus, sondern wer sind wir? Oscar Richasso, der Meister aus Bolivien, hat gesagt, wir sind ein menschlich-göttliches Prototyp. Ein Prototyp. Wir sind ein Prototyp des göttlich-menschlichen Seins. Und der hat eine Struktur und mehrere Formen von Bewusstsein und die gelten zu entdecken und Bezug dafür zu nehmen, hinter der Gardine. Was du vorhin wie zurückentwickeln und sich erinnern, haben wir als eine Entwicklung hinter der Gardine des Programms und auch durch das Enneagramm und durch das Ganze das Programm auch genau kennenlernen. Mhm. Dann in die innewohnenden Qualitäten dieses Bewusstseins, der Tugenden, Energien, Qualitäten, vorweist, die aber dadurch, dass sie überlappt sind und überprogrammiert sind, ist nicht ganz so leicht. Man muss wirklich wissen, was passiert, um in diesen Ursprung reinzukommen. Aber dadurch entstand für uns ein Zugang, den jedermann haben kann. Und das ist im Moment, was gerade passiert. Viele Menschen wie Roberto Antela Martinez oder so erzählen viel von Liebe, leben eine Liebe, reden von Heilung und es geht darum, viel schneller noch über die Liebe an dieses Ursprungsbewusstsein, wie du sagst, die Erinnerung, wer wir wirklich sind. Ja? Und in diesem Übergang von mir ist diese Faszination irgendwann mal erkannt worden, dass Musik irgendwo herkommt, ich weiß nicht woher. Ich habe das Glück, dass ich irgendwann mal was empfange und es bleibt an mir, ob ich jetzt das verfolge oder nicht. Wieder rein und sagt, ich ziehe das raus aus dem Klavier oder aus meiner Psyche und ich weiß aber nicht, wann es zu Ende ist. Es kann sein, dass ich das ganze Jahr diese Melodien und Texte verfolge und es ist ein Musical oder keine Ahnung was. Ja. Oder ein typischer 3-Minuten-Song. Und dann entstand eine Partnerschaft mir mit dem Höchsten, die sehr spannend wurde. Es war eine ganz persönliche Sache. Es wurde immer lustiger, immer schneller, immer überraschender. Und das Ergebnis davon war, dass als ich das so erlebte, am Schluss des Songs nicht mehr sagen konnte, ich habe es komponiert oder ich habe es arrangiert oder ich bin der Beethoven, der Paul McCartney oder... Das ging gar nicht, weil du wusstest, ich downloade etwas, der Autor ist jemand anders oder etwas anderes, was ich, keine Ahnung, ich habe keinen Namen dafür. Vielleicht ist das Mozart, vielleicht ist das irgendeiner, der mir was reinflüstert. Ja? Und dann, als ich meine süße Frau kennengelernt habe, das war auch einer der Punkte, die du am Anfang angedeutet hast, wo wir in dieser Spielwiese uns bewegen können, ist genauso ein Moment gewesen. Wir waren hier auf einem wundervollen Event, über 1000 Leute waren da. Es ging darum, spirituelle Menschen oder gut wohlwollende Menschen zusammenzubringen, um Energie, gute Maßnahmen und für Fukushima damals, weil die Brennstäbe sollten rausgeholt werden aus dem Atomkraftwerk und es war urgefährlich für die ganze Menschheit. Und wir wussten, dass Radioaktivität schon ins Meer ging für die Delfine, für die Tiere, für alles eine Katastrophe und so weiter. Und diese Besorgnis wurde auch zu einer wohlwollenden Meditation und Beiträge von verschiedenen spannenden Menschen. Und ich wurde eingeladen, eine Meditation zu machen
Und ich habe sie mit Musik gemacht, die Geschichte der Erde von Anfang bis zum Ende, in der Freude, der Party, wie wir alle die Liebe mit der Mutter Erde ausleben und austeilen und miteinander teilen. Und diese Mother Earth war auch so eine spannende Geschichte. Ganz kurz eine Anekdote darüber. Ich habe geträumt und bin aufgewacht, weil du sagst, wie geht dein Tag? Und plötzlich kommt folgende Melodie. Da, di, 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 da, 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 da. Eine perfekte Pyramide, ja, die unten wieder sich wiederholt. Da, di, 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 da, 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 di, di, da, 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 di, da, 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 di, da, di, da, 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 da. Und dann bin ich aufgestanden, ich habe das gezeichnet erstmal am Papier und sah diese Pyramide rauf, Pyramide runter, Pyramide rauf und wie ein Zacken. Was ist das? Und dann bin ich ins Computer gegangen, sofort, und habe diese Pyramide, in dem Computer gibt es die Möglichkeit, Noten zu sehen, aber es gibt auch die Möglichkeit, so Figuren zu zeichnen. Und dann habe ich das gezeichnet. Und dann kam diese Melodie raus. Und diese Melodie beinhaltet die Essenz von diesem 15-minütigen Meditation. Ich kann sie dir irgendwann mal schicken. Sehr gerne. Es ist ein Teil unserer CD Harmonie aus dem Herzen. Und in unserer neuen Mutter-Erde-CD ist es drin. Wir haben zwei Mutter-Erde-Meditationen, eine neue, die entstanden ist, und die alte. Und die alte brachte mich auf die Bühne, wo ich beim Soundcheck mit meinem Computer aufgeregt, wie du auch vorhin gesagt hast, aufgeregt, was wird passieren? Ich mache diese Meditation mit den Leuten, hoffentlich können sie was damit anfangen, weil es fing mit nur einem Ton an, so boah. Und dann kam diese Melodie immer mehr und am Schluss wird mit Perkussion quasi fast Latino-artig. We love our Mother Earth. We live in Mother Earth. Und weißt du, das ist dann in Englisch erstmal gekommen. Und auf dem Soundcheck steht eine süße Dame mit einer Geige am Klavier. Und ich bin sofort zu ihr gegangen. Hallo, wie geht's dir? Ich bin der Tato. Machst du auch was heute? Ja, sie sagt, ja, ich mach was. Und ich habe gedacht, okay, liebes Mädchen, Geige, etwas Klassisches vielleicht, oder? Und dann sagte sie, nein, nichts Klassisches, ich werde was Neues machen. Und was denn? Ja, ich improvisiere mit diesem Pianisten, der gleich kommt. Improvisieren? Und ich habe gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Ich kenne so viele klassische Musiker in meinem Leben, dass sie improvisieren sehr, fast gar nicht können oder überhaupt nicht. Und die seltenen werden gleich Superstars, die Jazz dann machen oder so. Ja, aber es gab nichts dazwischen. Und da habe ich gedacht, okay, gespannt, ne? Was ist jetzt? Was kommt jetzt? Und die Geschichte liebe ich, weil ich war so verdattert und ich habe sie gefragt, und seit wann improvisierst du so? Wie lange machst du das schon so? Und da sagte sie mir, seit gestern. Ja, irgendwann kommt es. Ich habe gedacht, mein Kopf hat gedacht, entweder ist sie komplett bescheuert, ja, und eine Frechheit, weil sie maßt sich an zu improvisieren, oder sie ist ein Genie. Also es gibt dazwischen keine. Und da war ich sehr gespannt. Herbert, ich war so gespannt. Und dann hat sie die Probe verschieben müssen, weil der Pianist nicht kam oder was. Und dann ging die Veranstaltung schon los. Und ich kam aus der Garderobe raus und da spielte sie schon mit dem Pianisten. Und ich wollte mich zu meinem Sessel begeben, bin eigentlich an ihr vorbeigegangen. Da standen aber schon 10 Leute vor ihr. An den Füßen von ihr standen viele. Unter anderem auch die Organisatorin von dem Event. Ja. Mhm. Ich dachte, okay, das Mädel mit der Geige gibt jetzt Urgas. Und ein Freund, der da stand, hat mich festgehalten mit der Jacke und sagte, bleib hier, das ist Hammer. Okay, dann bin ich da geblieben und hörte erstmal zu. Dann habe ich die Augen zugemacht und Herbert, ich habe
Lichtpunkte und Bahnen im Universum gesehen, so wie wenn man sich lange mit der Blume des Lebens, mit diesen Dreiecken und Figuren und so, und Punkte. Wir haben eins mit so irgendwelche kleinen Lichtdioden, wo du die Punkte sehen kannst. So ähnlich war es bei mir. Ja? Und ich habe gedacht, was ist das denn? Was passiert hier bei mir? Und ich wusste, wo sie hingeht. Im Gefühl wusste ich, welche Melodien, als würde ich sie kennen. Ja? Okay. Und plötzlich irgendwo in einer Stelle der Melodie, da di da di da di da du da di da, was auch immer, der Pianist wurde wahrscheinlich fad und verändert die Tonart und geht woanders hin. Und ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Und sie macht so eine Wendung, di da du 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 di da, und landet exakt in der neuen Tonart. Und ich kenne es von Jazzern, yeah, und ich kenne es von Musikern und von Jam-Sessions. Wenn du nicht weißt, wo der andere hingegangen ist, musst du erstmal hören, was war denn jetzt? Ist das G, ist das C? Nein, das ist ein D, ach so. Und da brauchst du eine Weile, bis du weißt, um dich wieder einzusteigen in dieser Improvisation. Und sie war, bumm, war sie drin. Und ich habe gesagt, das ist ja. Das war für mich das Abgefahrenste überhaupt. Ja, vor allem mit dem Hintergedanken und mit dem Hinterwissen, dass sie gesagt hat, sie improvisiert seit gestern. So, genau so ist es. Da war ich, weißt du, und ich bin ein Produzent, der hat, wie du sagst, 45 oder mehr Jahre richtig interessante Sachen gemacht. Und zusätzlich alles, was aus den 60er Jahren kam, auch nur studiert bis zum Umfall, ne? Ja. Mein Vater hat mir Klassik vorgespielt. Ich hatte Thijs van Leer in Holland mit ihm gearbeitet, eine Latin-Messe in Rock mit ihm gearbeitet, anderthalb Jahre. Wir haben das live gespielt in Belgien und Holland und so. Also ich habe schon abgefahrenes Zeug gehört oder Mahavishnu Orchestra oder Tom McLaughlin, weißt du, so. Wir wissen alles, von Frank Sinatra bis Xavier Naidoo ist. Wir haben alles schon gehört. Ja. Und wir haben mehr oder weniger Emotionen gehabt, mehr oder weniger Staunen, mehr oder weniger ein Fangefühl bekommen. Aber das habe ich noch nie erlebt. Und dann bin ich auf der Bühne sie ist weggegangen und da bin ich, genau, ich auf einer Treppe runtergelaufen und eher hinterher. Und ich habe gesagt, ach so, nee, vorher. Sie war auf der Bühne, sie endete das Ding, bin auf die Bühne gesprungen, genau. Und hab gesagt so, du bist die Königin. Wo gibt's denn sowas? Und sie sagte zu mir, oh, das ist mir peinlich. Das ist so. 850 Leute. Ganz süß. Und dann ist sie gegangen und bin ich hinterhergelaufen und habe gesagt, bitte, meine Seele sagte, lass uns eine CD machen. Ja. Irgendein Projekt oder irgendwas. Gib mir bitte deine Nummer. Da war das dann die normale Anmache. Ja, gib mir bitte deine Nummer. Also von der totalen Weggetretenheit dann doch wieder bei 0664 gelandet. Ist ja nur ein Werkzeug. Ja, wunderbar. Ja. Na, lieber Dato, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter philosophieren. Und ich glaube, das war nicht das letzte Gespräch, das wir zwei miteinander geführt haben. Ich habe mich irrsinnig wohl gefühlt. Und es war so schön, deine Ausführungen über diese Jahrzehnte jetzt in deinem spirituellen Sein und deinem Schaffen, also 45 Jahre Musik produzieren. Ich schaffte nur 15 oder 16, weil ich es energetisch nicht ausgehalten habe. Hat aber andere Gründe gehabt. Gibt es in der ersten Episode zu hören auf unserem Podcast. Und ganz abschließend für unsere Zuhörer vom Live bis 20 Podcast, Lebens- und Business-Podcast. Was ist dein Wunsch an die Menschheit? Liebe, 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 Liebe und Erleuchtung, dass sie zu dem Zustand kommen, was du beschrieben hast, ganz schnell,
wo sie sich erinnern, wer sie sind, nämlich göttliche Wesen, nämlich unendlich geliebte Wesen. Und wir in eine universelle Familie kommen, wo wir mit dem ganzen Universum kommunizieren, Spaß haben können, tanzen können, singen können und Liebe erfahren in allen Richtungen.